Hier im Kunstmuseum Winterthur zeigen wir auf einmal 100 Selbstbildnisse. Und zwar handelt es sich um eine durchgehende Serie von Zeichnungen aufgrund einer Fotografie von Manfred Lewe, die Gerhard Richter gewissermaßen überarbeitet hat. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass sich irgendwann dieses Antlitz fast von seiner Person zu lösen beginnt, löst sich dann mehr und mehr eigentlich vom Selbstbildnis und wird zur Zeichnung an sich. Das ist eigentlich das Interessante, dass auf der einen Seite dieses Persönliche, was man mit dem Selbstbildnis verbindet, als Folie unterliegt und zum gleichen Teil hier eigentlich die Zeichnung sich verselbstständigt und sich mehr und mehr von dieser Vorlage, von diesem Selbstbildnischarakter löst. Also ein hochinteressanter neuer Zugang zum Selbstbildnis, das eben nicht mehr versucht, Psychologie zu sein, sondern eigentlich Zeichnung ist. Also die Hängung ist ganz linear, chronologisch vorgenommen worden, also von den ersten Zeichnungen bis zu den letzten, wobei die allerletzten Zeichnungen, es sind 100 Selbstbildnisse, wir zeigen hier nur 94, weil 6 dieser Selbstbildnisse sind in eine Edition eingeflossen, sind eingebunden worden für eine Buchpublikation, die Gerhard Richter realisiert hat in den 90er Jahren, als diese Serie entstanden ist. Es ist eine wirklich außergewöhnliche Serie, die noch nie gezeigt worden ist, mit einer Ausnahme, und die ich einfach in diesem vollständigen Umfang hier zeigen durfte. Und so eine Chance lässt man sich nicht entgehen.